Ja, guten Morgen Freunde und herzlich willkommen zu Hillbillys frostiger Frühstücksshow. Wir beginnen nicht mit Nachrichten zum Schluss mit dem Wetter, sondern wir beginnen mit dem Wetter. Wir haben frostige 6 Grad, aber alles ist trocken geblieben. Die Straßen sind schnee- und eisfrei. Das heißt, für die Anfahrt am Wochenende steht bis jetzt straßentechnisch nichts im Wege. Heute Abend werden schon die ersten Leute im Bogensporthotel ankommen. Darum werden wir mal schauen, ob wir heute Abend da auch noch schon geschwind auf den Sprung am warmen Kachelofen am Stammtisch vorbeischauen und ein bisschen quatschen. Ja, was wird es noch geben? Was es nicht geben wird diese Woche, ist ein Freitagabends-Vlog, denn ich vlogge ja schon die ganze Woche täglich. Geartechnisch ist momentan sowieso nicht viel los. Sparen wir uns alles auf aufs Wochenende. Okay, Veranstaltung steht nach wie vor unverändert auf Go. Alles läuft, alles ist geplant. Ich hoffe, es kommen viele für einen schönen Tag. Was gibt's noch weiteres? Genau, neue Homepage. Ich habe mir letzte Woche mal angefangen, eine Homepage zu basteln. Habe ich inzwischen auch vollgepackt mit ein paar Informationen. Gibt auch eine neue Seite, die heißt Bonusmaterial. Bonus, ihr findet sie in der Rubrik Über. Da bin ich schon gefragt worden, habe ich ein Mail gekriegt, warum ich nicht mehr bei Facebook mache, anstatt jetzt noch eine eigene Homepage zu machen. Ist eigentlich ganz einfach. Bei Facebook habe ich so roundabout 170 digitale Freunde. Das ist aber ein Großteil, sind es Kollegen, ebenfalls andere YouTuber, Vlogger, Fotografen oder die einfach mit Video zu tun haben. Und ach, da ist ein Eichhörnchen. Und ein paar Zuschauer sind mit dabei. Oh, komm mal her, du. Kann ich ja nicht die Kamera umschalten? Ah, nee, wäre dann vielleicht nicht. Guck mal hier oben, vielleicht seht ihr es. Ah, wo ist es jetzt? Ich glaube, ich muss zukünftig ein paar Nüsschen einpacken. Ja, das ist halt schön, wenn du auf dem Weg zur Arbeit noch ein bisschen Eichhörnchen hast. Ja, Facebook ist mehr, sage ich mal, für mich weniger für Informationen, sondern mehr für den schnellen Kontakt zu anderen YouTubern. Ne? Da kann man einfach mal geschwind eine Nachricht absetzen. Man kann sich mit 2, 3 Leuten kurz schalten, irgendein Projekt oder eine Aktion oder eine Gear-Vorstellung organisieren. Das ist da sehr praktisch für die schnelle Kommunikation, die eben über YouTube alles andere als, naja, schnell und einfach ist. Und eben, man kann schnell eine Gruppe machen und kann da mal was ausdiskutieren. Also ist mehr für mich nur ein reines Kommunikationstool, viel zu anderen YouTubern. Vorteil einer Website ist, früher habe ich ein bisschen mehr bei Facebook gemacht, haben mir aber auch ein paar Leute geschrieben, die sehen den Content nicht mehr, weil sie nicht, wann hier Stopp gegangen ist. Ein paar Leute haben mir immer geschrieben, ja, sie sehen nicht das, was bei Facebook läuft, weil sie nicht bei Facebook angemeldet sind und wollen auch nicht angemeldet sein. Das verstehe ich natürlich total. Und der Vorteil von so einer Homepage ist ja dann einfach, sie ist halt frei zugänglich für alle. Und wer sich wirklich für Informationen von über und hinter dem Kanal interessiert, der hat da immer die Möglichkeit, ohne Anmeldung an alle relevanten Informationen zu kommen, ohne dass er sich jetzt bei Facebook anmelden muss, wo ja heute doch einige sehr skeptisch gegenüberstehen. Ja, jetzt bin ich auch schon da. Ich habe das Gefühl, hier wird es immer kälter. Also jetzt erstmal an die Arbeit und dann sehen wir uns halt heute Abend hier wieder mit dem täglichen frostiges Frühstücksfernsehen hier beim Hillbilly beim Vloggen. Also, ciao Leute, macht's gut, bye bye. In Furtwangen ist es so kalt, da wird jetzt aus Fuwa Forest Films frostiges Frühstücksfernsehen. Ja, was ich auch noch eingebaut habe in die neue Website, ist ein Blog, in dem zukünftig ab und zu mal etwas längere Berichte auftauchen werden. Viel Spaß beim Schmökern. Und wenn es neue Infos gibt, sehen wir uns morgen wieder zum Daily Vlog in Vorbereitung auf das große Gierstandisch-Wochenende im Bogensporthotel Bad.